Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Ja, in der Tabelle sind wir momentan auf Platz 12. Wir sind ja irgendwo im Nirgendwo so ein bisschen, ne? So mitten im Mittelfeld ist eigentlich mit so die langweiligste Situation, kann man fast schon sagen, ne? Weil es geht nicht wirklich hoch, nicht wirklich runter. Wir haben noch 6 Spiele, die wir spielen müssen. Man muss auch ganz klar sagen, natürlich kann man jetzt große Hoffnung haben und sagen, oh, was ist, wenn man 5 von 6 Spielen gewinnt? Man holt irgendwie nochmal so viele Punkte, wie es geht. Und irgendwie kommen wir nochmal auf Platz 7 und schaffen das dann alles. Aber realistisch gesehen muss man einfach sagen, Chelsea ist nicht nur 6 Punkte weit weg, sondern haben auch noch ein Spiel mehr. Das heißt, wir müssen uns eher an die Spurs orientieren mit 7 Punkten, die sie weg sind, in 6 Spielen aufzuholen. Sehr, sehr schwer. Der 6. und der 7. wird wahrscheinlich ja auch nach Europa gehen, weil im Carabao Cup hat Man United gewonnen. Die sind 3. oder 4. Und hier bis auf West Ham auch nur Top-Teams, die weiter oben sind. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Platz 6 und 7 nach Europa geht, ist auch nicht wirklich gering. Außer West Ham gewinnt das Ding. Und dementsprechend würde ein 7. Platz reichen, aber den zu erreichen wird schwierig. Das muss man einfach sagen. Wir gehen aber natürlich rein jetzt gegen West Ham. Wir werden trotzdem versuchen, maximalen Erfolg rauszuholen. Und wir schauen mal, ob das Ganze gelingt oder nicht. Hier immer die Aufstellung von West Ham United mit Areola im Tor. Dann Palacios, Sutalo, Aguar und Günther in der Viererkette. Coventry und Downs im ZDM. Berardi und Cornet auf Außen, Paqueta im ZOM und Gianluca Scamacca ganz vorne im Sturm. 4-2-3-1 System hier bei West Ham United. Wir gucken mal auf die Ausstellung von Crystal Palace. Hier haben wir einmal Whittaker im Tor. Dann Aarons, Anderson, Cresswell und Justin in der Viererkette. Lanzini, Pereira und Jones bilden das Dreier-Mittelfeld und Olise, Zaha auf Außen und ganz vorne im Sturmzentrum dann Anthony Martial nimmt den. Anthony Martial an die Mauer. Ja, wir haben leider wieder diesen Fehler, ne, hier gegen West Ham. Der zweite Schuss wird auch abgewehrt. Jetzt hier Wilfried Zaha, ne? Nochmal abgelegt den Ball. Der Schuss, aber der ist nicht drin. Oh, Anthony Martial mit dem Ballgewinn. Richtig gut nochmal gepasst. Anthony Martial macht ihn aber nicht rein. Areola hält den. Und Wilfried Zaha, Leute, muss leider verletzungsbedingt raus. Dafür kommt Suleimana rein. Natürlich richtig bitter, so früh im Spiel eine Verletzung. Zuletzt hatten wir ja nicht mehr ganz so krass viele Verletzte. Jetzt leider wieder ein weiterer, ne, mit Wilfried Zaha. Lanzini. Olise, die Flanke. Anthony Martial mit einem Traumtreffer. Und es steht 1-0 Crystal Palace und das ist mehr als verdient. Das ist mehr als verdient. Wir geben Gas, wir machen. Wir sind hier die deutlich bessere Mannschaft. Und nach 37 Minuten macht dann Anthony Martial diesen wunderschönen Treffer. So darf es doch sein. Hier sehen wir nochmal, Lanzini spielt auf Olise, der mit dem hohen Ball. Und Martial nimmt den einfach per Seitfallzieher, macht ihn rein. Starke Aktion hier vom jungen Franzosen. Dabei, so jung ist er gar nicht mehr. Aber hat es trotzdem super gemacht. Areola, sein französischer Landsmann, kommt da nicht mehr ran. Und damit macht Anthony Martial sein 18. Tor in der 20. Partie. Ich hasse EA immer noch und ja, wir sind in Führung. Jetzt hier West Ham. West Ham drückt nochmal Scamacca, aber das macht Cresswell überragend. Cresswell macht heute wirklich ein richtig starkes Spiel, muss man sagen. Also der junge Engländer überzeugt. Lanzini, gut rübergespielt auf Olise. Und jetzt der Pass hier auf Anthony Martial mit dem Lupfer. Nein, Areola ist da, es bleibt erstmal beim 1-0. Spiel ist rum, am Ende gewinnt hier Crystal Palace 1-0 gegen West Ham United. Ein souveräner Sieg, ich muss sagen, wer mir richtig, richtig gut gefallen hat, war einfach auch Cresswell heute. Ne? Der hat extrem viel, ja wirklich, abgewehrt. West Ham hat sogar 0 Schüsse gehabt, krass. Die haben nicht einen einzigen Schuss gehabt. Wow. Krass. Okay, das... Auf jeden Fall haben wir sie komplett dominiert. Sie haben nicht einen Schuss gehabt, das wundert mich gerade. Aber ich muss wirklich sagen, Cresswell, richtig, richtig gut gespielt. Richtig gut gespielt. Zaha fällt nur 5 Tage aus, das ist auch gut. Solche Spieler, defensive Spieler, muss ich mal immer eigentlich erwähnen. Mache ich ja auch oft, ne? Weil die sind in den Highlights nicht so oft da. Weil defensive Aktionen halt nicht, meistens nicht so spektakulär sind. 46 Punkte, Chelsea 52. Okay, es sind 6 Punkte Abstand, ne? 6 Punkte sind es, Stand jetzt auch alle mit der gleichen Anzahl an Spielen. Ja, 6 Punkte sind viel, ne, in 5 Spielen. Natürlich, minimale Hoffnung hat man. Braucht man, kann man immer haben, ne, aber es ist nicht sehr, sehr wahrscheinlich.
Und ich will immer noch wissen, ob West Ham rausfliegt oder nicht. Ne? Ich hoffe, dass sie rausfliegen. Aber gut, nächster Gegner ist Watford. Den sollte man auf jeden Fall auch besiegen. Hiermit die Aufstellung von Crystal Palace mit Whittaker im Tor. Dann Aarons, Anderson, Cresswell und Justin. Dann haben wir Lanzini, Pereira und Jones im Dreier-Mittelfeld. Und ganz vorne dann Olise, Martial und Zaha. Die gleiche Aufstellung wie schon zuletzt. Ich wollte Cresswell auf jeden Fall wieder spielen lassen, hat es einfach gut gemacht. Ich sehe gerade, dass Pereira Kapitän ist, soll er eigentlich nicht sein. Auf jeden Fall bei Watford, Bachmann im Tor, dann Godoy, Giralta, Bono und Canos in der Viererkette. Amo und Kayembe im ZDM, Dele Bashiro und Sema auf Außen und El-Team im ZOM. Und dann Manai ganz vorne im Sturmzentrum hier beim FC Watford. Ja, Whittaker kriegt ja auf jeden Fall viel Spielzeit und auch Cresswell, auf den bin ich auch gespannt, wie er wieder performt, weil im letzten Spiel hat er mir übertrieben gut gefallen. Na, brachte den Ball noch irgendwie auf Jones. Jetzt hier Martial, spielt den weiter auf Lanzini. Lanzini auf Anthony Martial. Martial hat sich da gut Platz verschafft, der Schuss war auch alles andere als übel, aber Bachmann hat den. Die Ecke jetzt hier, Odyssee tritt die. Ecke kommt auf Martial, der mit dem Kopf, aber Bachmann wieder stärker hier. Richtig stark pariert. War aber eine gute Ecke von Olise. Schön reingebracht. Martial mit einem schönen Kopfball, aber Bachmann auch mit richtig guten Reflexen hier. Schlägt dann in diesem Duell Anthony Martial. Jetzt Lanzinis Ecke. Ah, da ist wieder Anthony Martial daneben. Boah. Schade, sollte nicht sein. Martial hier mit 3 Chancen. Zweimal an Bachmann gescheitert und dann einmal einen Ticken zu umplatziert, denn der war eigentlich auch richtig gut. Also Martial auf jeden Fall bei den Kopfbällen hier, ja, mit ordentlichen Kopfbällen. Leider noch nicht vom Glück geprägt, dass da einer reingeht. Jetzt hier Wilfried Zaha, Anthony Martial. Anthony Martials Pass war richtig gut, Wilfried Zaha mit dem Lupfer, der ist drüber. Der ist drüber, aber Crystal Palace drückt übertrieben momentan. Also das ist ein Riesendruck, den sie hier am Aufbauen sind. Mal schauen, ob sich Watford davon lösen kann oder ob Crystal Palace es schafft, sie so lange reinzudrücken, bis dann der Treffer fällt. Jetzt haben wir hier wiederum Lanzini. Na, verliert den Ball. Lanzini gut rübergespielt auf Odyssee. Odyssee spielt auf Lanzini, der verzögert. Und dann mit der Flanke auf Wilfried Zaha komplett mal die Seiten gewechselt. Wilfried Zaha. Na, gut gespielt jetzt hier Justin. In den Lauf von Olise gespielt. Jetzt haben wir Jones mit der Hacke nochmal auf Olise weitergeleitet. Und der Ball gegen den Pfosten von Lanzini, weil er es zu schön machen will. Er will es zu schön mit der Hacke machen. Es ist meine Verspieltheit, die hier wahrscheinlich das 1-0 gerade verhindert hat. Ah, bitter. Das hätte das 1-0 sein müssen. Aber wir haben den Ball wieder. Wir haben den Ball wieder und Lanzinis Pass ist gut. Olise. Olise wird gerade so gehindert vom Verteidiger. Also Watford haben momentan wirklich Glück. Und die Leistung von Bachmann rettet sie momentan. Dass hier 0-0 steht, aber Crystal Palace, wenn sie anfangen, ihre Chance zu nutzen, dürfen hier ganz, ganz schnell zu einem Treffer kommen, wenn sie anfangen, die Chance zu nutzen. Wenn nicht, könnte Watford hier den Lucky Punch vielleicht landen. Ach so, nicht, so kommt ihr nicht durch, oder? Watford weiterhin gefährlich. Watford kommt in den Strafraum von Crystal Palace und Whittaker muss ihn parieren. Und jetzt hier, oh, das könnte gefährlich werden, das könnte gefährlich werden und er ist drüber. Der ist drüber, die größte Chance für den FC Watford. Hierbei war es wichtig, hier sehen wir, dass Cresswell stört ihn da nochmal ein bisschen. Das war mitentscheidend dafür, dass dieser Abschluss dann nicht so nicht so platziert gewesen ist, wie er hätte sein können. Ach, gut gespielt. Jetzt hier der FC Watford, oder was? Der FC Watford mit der Chance, Whittaker hat den. Ecke. Ecke für Watford. Vielleicht geht was über eine Standardsituation. Ah, Martial kann den Ball haben. Jetzt hier Jones. Jones. Oh, da hat jetzt Zaha eigentlich da in der Mitte viel Platz, wenn er anders laufen würde, Wilfried Zaha. Jones jetzt gut gespielt und jetzt ist es hier die Chance und jetzt ist es hier der Treffer. Wilfried Zaha mit dem 1-0 für Crystal Palace. Verdammt wichtig. Verdammt wichtig. Wir spielen so stark, haben es aber nicht geschafft, den Treffer zu machen bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt hat ihn hier Wilfried Zaha reingemacht. Ja, die Crystal Palace Fans, die jubeln natürlich zurecht. Endlich hat man hier diesen Treffer. Jones auf Wilfried Zaha. Der dann eiskalt im Abschluss, den kann Bachmann nicht halten, da kann er absolut gar nichts machen. Der hat schon mehr als genug gehalten, muss man sagen, der hat ein überragendes Spiel gemacht. Für Zaha das 5. Tor in der 18. Partie, 1-0 Crystal Palace. Anthony Martial, Martial auf Jones, der den Ball super mitnimmt, Jones macht das überragend, Jones, Jones und Bachmann hält auch den wieder. Jones macht alles super stark, aber an Bachmann
scheitert er. Justin Rosser kommt, Richards und Mateta kommt wie Martial. Oh, jetzt hier Watford. Watford auf dem Vormarsch. Die Grätsche von Anderson geht nicht durch. Wir sind in der Nachspielzeit. Das ist eine Riesenchance hier für den FC Watford. Was machen sie draus? Was machen sie draus? Der Ball ist richtig gut, aber Whittaker hält den. Whittaker hält den. Überragende Parade von Whittaker. Überragende Parade. Er rettet uns hier gerade den Sieg. Die Ecke für Watford. Die Ecke für Watford kann geklärt werden im ersten Moment. Im zweiten auch. Und jetzt haben wir vielleicht sogar nochmal die Kontermöglichkeit. Lanzini macht das stark. Läuft da einfach durch. Lanzini stoppt da ab. Jetzt nochmal der hohe Ball. Kommt nicht an, aber das Spiel dürfte jetzt eh rum sein. Das Spiel dürfte jetzt eh rum sein. Ja. Wir gewinnen das Ganze hier wieder 1-0. Also ich könnte mich an ein 1-0 gewöhnen. Gegen Watford hier gewonnen. Wir hätten zig Tore machen müssen. Der Keeper vom FC Watford war aber so stark. Der hat so viel gehalten. Riesenrespekt dafür. Also 16 zu 4 Schüsse. XG-Wert von 4,5. Also hätten wir das Spiel nicht gewonnen, hätte ich mich extrem geärgert. Aber Wilfried Zaha hat ja Gott sei Dank den Treffer gemacht. Leider gewinnen auch die Spurs. Das ist halt für uns nicht positiv, ne, wenn man darauf schaut. Aber wir gehen weiter vor. Gegen Southampton das nächste Duell. Gegen Southampton das nächste Duell und Per könnte bald wieder dabei sein. Sehr schön. Wir sind 9. aktuell. Okay, wir sind 9. Es sind ja nur noch 2 Positionen und wir haben halt 49 Punkte, aber die haben halt auch gewonnen, ne? Also auf die... Ja, das wird nicht. Die Spurs haben trotzdem 7 Punkte Vorsprung. Ob wir 2-mal gewonnen haben oder nicht, ne? Ich glaube, wir müssen wirklich jedes Spiel gewinnen, dass wir irgendwie eine Chance haben, ne? Und West Ham ist auch noch im Finale. Das heißt, wenn West Ham auch noch den Pokal gewinnt, den FA Cup, dann ist es egal, ob wir 7. werden. Dann musst du 6. werden. Und darauf haben wir 8 Punkte Abstand. Auch wenn Newcastle ein Spiel weniger hat, aber mehr hat. Aber vergessen wir es. Vergessen wir es. Aber ich will trotzdem die Saison vernünftig zu Ende spielen. Gehen wir rein gegen den FC Southampton. Hier haben wir die Aufstellung vom FC Southampton mit Liss im Tor. Dann Velasco, Stevens, Caleta, Kahn und Madsen in der Viererkette. Romeo, Lavia und Ward-Prowse im ZDM, Pasogo, Jampo auf Außen, 70 im ZDM und Bereton Diaz im Sturmzentrum. 4-2-3-1-System hier beim FC Southampton. Bei uns Whittaker im Tor, dann die Viererkette mit Aarons, Anderson, Cresswell und Justin. Dann drei Mittelfeld mit Lanzini, Pereira, Jones und Olise, Martial und Zaha ganz vorne. Wie ihr schon merkt, drittes Mal hintereinander die gleiche Aufstellung. Never change a running system, oder wie sagt man es, wenn es doch so klappt, wir 2x 1-0 gewonnen haben. Vielleicht gewinnen wir mit dem System, mit diesen Spielern entsprechend wieder 1-0. Also ich hätte da nichts gegen, wenn ich ehrlich bin. Olise. Olises Pass ist überragend. Anthony Martial und es steht 1-0. 1-0 Crystal Palace nach nicht mal 4 Minuten, die gespielt worden sind. Macht hier die Nummer 79 hier den Treffer. Anthony Martial. Ja, wieder mal eine unglaubliche Saison. Ne? Hätte er seine WWchen nicht immer pro Saison, dann würde der Typ vielleicht wirklich den Premier League-Rekord sogar brechen. Ne? So viel wie der trifft. Anthony Martial, ja, super Abschluss. Super Abschluss, so aus knapp 14 Metern. Keine Chance dafür, den Keeper irgendwas zu halten. Absolut chancenlos gewesen, der Keeper von im FC Southampton. 19. Tor in der 22. Partie. Anthony Martial einfach eine Garantie, dass der Tore macht, ne? Sofern er sich nicht verletzt. Oh, der Ball ist super gespielt. Der Ball ist richtig gut gespielt. Eine Riesenchance. Jetzt hier eine Riesenchance, aber Cresswell. Whittaker, sorry. Whittaker hat den gehabt. Richtig, richtig stark. Trotzdem Southampton immer noch gefährlich. Riesenchance und wieder Whittaker. Oh yes. Whittaker auch richtig, richtig stark. Hält hier die Null. Die Ecke. Ah, Olise hat den nicht, weil der Southampton-Spieler ihn den nochmal abgenommen hatte. Und jetzt hier Southampton. Was machen sie draus? Martials Grätsche geht nicht durch. Jones Grätsche auch nicht so. Pereira auch nicht irgendwie wirklich dran. Und jetzt hier die Riesenchance. Dann ist Whittaker wieder mit dabei. Warum will ich immer zu ihm Cresswell sagen? Es ist Whittaker. Starker Einsatz von Anderson. Jetzt fehlt er da hinten natürlich. Jetzt fehlt er da hinten. Das muss jetzt Cresswell ausbaden. Schafft das auch nicht daran zu kommen. Und dann ist der Ball nicht drin, weil sie es nicht nutzen. Sie nutzen diese Riesenchance nicht. Also Southampton hätte sich schon längst den Treffer verdient. Aber sie nutzen es halt nicht. Ja, Crystal Palace muss schauen, dass sie hinten wieder etwas stabiler werden. Sonst ist das 1-1 nur eine Frage der Zeit. Boah, der Ball ist super. Der Ball ist super. Whittaker kommt da raus. Whittaker macht das richtig gut. Whittaker richtig gut. Kam da raus mit Risiko und hat den Ball dann. So muss das sein. So muss man rauskommen. Und nicht so wie Jan Sommer immer ohne reagieren, ne?
Jetzt hier, Wilfried Zaha. Der Ball in die Mitte gespielt, leider nicht. Das wäre natürlich der perfekte Konter gewesen. Hat leider nicht ganz geklappt. Stark von Cresswell. Einfach hart, aber fair. Olise mit der Hacke auf Lanzini, überragend gespielt. Nicht das 2-0. Crystal Palace, also wir nutzen auch einige große Chancen nicht. Jetzt hier Marzen. Marzen ist nicht mehr viel zu spielen. 2 Minuten Nachspielzeit. Southampton nochmal auf dem Vormarsch. Nein, Danilo Pereira verhindert das stark. Danilo Pereira schickt da jetzt auch noch Mateta. Das könnte hier die letzte Aktion des Spiels sein. Mateta schneller als sein Gegenspieler. Mateta hält den Ball, spielt den Ball schlecht. Na gut. Spiel ist rum. 1-0 gewinnt Crystal Palace. Das dritte Mal hintereinander. Dreimal selbe Aufstellung, selbes System, selbes Ergebnis. Perfekt. Perfekt für uns, ne? Also 3 Siege, 9 Punkte, 3 Tore, 0 Gegentore. So muss es doch sein, obwohl der XG-Wert auch bei Southampton bei 2,0 war. Wir hatten aber auch die eine oder andere größere Chance, um noch einen weiteren Treffer zu machen. Machen ihn nicht. Aber wenn es immer 1-0 endet, ey, ich bin zufrieden. Ich habe da nichts gegen. Ganz im Gegenteil, also ich habe da gar nichts gegen. Wir gucken mal hier. Ja gut, die verbessern sich auch nach und nach, ne? Lasse ich aber noch ein bisschen in der Jugendmannschaft und dann muss man gucken, ob man den einen oder anderen hochzieht, um ihn zu verleihen. In der Tabelle, Leute, ist jetzt Folgendes. Chelsea hat noch ein Spiel weniger, dann gehen wir noch mal ein bisschen vor, ne? Weil sonst ist es natürlich doof. Okay, die haben uns ganz oft gesagt, dass die Line enden, das wissen wir. Das ist dann schon klar. Muss man uns nicht voll spammen damit. Also, okay, Chelsea bleibt leider dabei, dass die ein Spiel weniger haben. Ich sag mal so, ne, Platz 6 ist jetzt von uns. Ja, 5 Punkte sind es. In 3 Spielen 5 Punkte aufzuholen auf Newcastle, vielleicht. Aber dann musst du ja auch noch die Spurs und Chelsea überholen. Also wir müssten auf all diese Teams mehr Punkte aufholen. Wenn Chelsea ihr Aufholspiel gewinnt, dann sind es sogar 6 Punkte. Und das sind 3 Spielen. Glaube ich nicht dran. Glaube ich immer noch nicht dran. Trotzdem ist es schön, dass man wenigstens noch in diesem Fight ist. Das heißt, die letzte Folge hat noch ein bisschen Spannung. Also die letzte Folge dann der Premier League-Saison. Die hat dann noch ein bisschen Spannung, ob das Wunder klappt oder nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die Null so weiterhin halten können und dann immer ein Türchen mindestens machen. Dann gewinnen wir immer in alle Spiele. Aber gut, euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bye bye.